Ja, da oben glaube ich nicht, dass da was ist. Ich schau mal hier nochmal. So. Ah, okay, alles klar. Hier sollte ich vielleicht nicht sein. Vielleicht doch hier nochmal gucken. Okay, bis jetzt sehe ich aber... Ich sehe keine... Keine Bienenwabe in der Ferne irgendwie. Da ist nichts, da ist auch nichts. Ich habe Hunger auf Honig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zum Beispiel... Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Könnt ihr es ja mal auch mal unter die Kommentare... Also unter dem Video schreiben in die Kommentare. Also ich bin zum Beispiel gar kein Honigesser. Ich mag Honig... Da ist da, oder? Kann das sein, da? Also ich bin zum Beispiel gar kein Honigesser, ich mag gar keinen Honig. Ich habe mich einmal so daran verekelt und... Ja, was heißt verekelt? Ich habe es einmal probiert und mir schmeckt es einfach nicht. Und, ja. Boah, wie geil das ist, dass er da rangeht und sie... Cool, den Honig da isst. Und wie gesagt, also mir schmeckt es überhaupt nicht. Ich weiß nicht, also ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr zum Beispiel so Leute seid, die morgens zum Frühstück so ein bisschen Honig auf dem Brötchen oder so. Na? Ich nehme das mal weg, Kumpel. So. So, sprich mit Urki. Wir haben alle Teile für den Mief. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist auch schon die nächste Schlampe für dich frei. Na, wer kennt's noch? Mief, nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Nicht, dass ich hier noch rechtliche Konsequenzen mit der GEMA kriege. Mief, 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 Mief. Sagt über den Charakter gar nichts aus. So, dann müssen wir jetzt runter. Wir können den Bären eigentlich jetzt wegschicken. Den brauchen wir nicht mehr. Wir müssen jetzt eh sowieso nach unten, oder? Oder war das hier? Hä? Ach so, nee, Quatsch. Ja, wir müssen den Braunbär, aber der kommt ja eh jetzt hier nicht mit. Der kann ja, also würde mich jetzt wundern, wenn der jetzt auch hier einen Enterhaken auspackt und nach unten klettert. Das wäre mal... Das wäre sehr geil, muss ich sagen. So, kann ich die Fackel... kann ich Feuer löschen? Sehr schön. So. Da bin ich jetzt mal gespannt, was jetzt wieder von der Aktion kommt, von Urki. Das ist, ja. Da steht da schon. Hilfe. Hallo. Ja, bin schon da. Hallo, mein Freund. New Yorkie, ha! Ha, now a fat ass, da ha! Woo! Ooh! Ucha mana! Ucha mana! Ooh, ooh, ooh! Ooh, ooh, ooh! Und was ist jetzt? Was sollen wir jetzt machen? Den Bären oder was? Sprich mit. Uars, Urki, Waka, da ha! Nee, oder? Uar, Senta! So, ohne Scheiß. Ohne Scheiß, der Typ ist so durch. Ohne Scheiß. Der ist so durch, der Typ. Ohne Scheiß. Wir sollen jetzt befehlen, den Bären auf ihn zu hetzen. Will er mich verhaschen, Alter? Der ist so durch. Der ist so durch. Alter, 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 der ist so durch. Anscheinend lebt... anscheinend lebt er noch. Aber wir können ihn sogar aufnehmen. Warte mal, ich mach einfach so. Ciao. So. Wie geil. Hör mal. Warte mal, ich schick mal den Bären weg. Hör mal. Alter, mal unter Wasser ist er voll am Blubbern. Wie geil. Okay, aber er lebt noch. Er wird sich wahrscheinlich gleich retten unter Wasser. Alter, ey, der ist so durch. Ohne Scheiß. Der ist so durch, der Junge. Das gibt's gar nicht. Alter, der ist so durch. Okay, wir haben 1, 2, 3 Missionen noch übrig. Und die sind sehr schwer. Okay, wisst ihr was? Wir machen die Mission jetzt. Wir machen das Bollwerk.
und können dann anschließend dann noch das Leuchtfeuer machen. So, ich mache hier einen Schnellreise hin. Alter, der Typ ist ohne Scheiß. Der Typ ist so durch. Der Typ ist so durch. Das gibt's gar nicht. Das hätte ich nie gedacht. Aber so einen Typ gab's, glaube ich, eigentlich gab's so einen Typ immer, ne, oder? So einen Typ gab's doch, glaube ich, bei Far Cry eigentlich immer, der irgendwie, ja, immer so verrückte Ideen hatte, mit dem er gesprochen hat im Far Cry-Universum, oder? Es war eigentlich bisher was immer so gewesen. Ich meine schon. Ich meine schon. Also ich meine, es wirklich, meine, war es bei Far Cry, aber Far Cry 4 gab's, glaube ich, auch so einen doofen. Wie hieß der denn nochmal? Der war auch so total durchgeknallt. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. Das ist schon so lange her. So, pass auf. Wo ist der Wegpunkt? Da ist der Wegpunkt. Ja, dann machen wir mal die nächste Mission. Oh, wie süß. Aber oh. Ich will hier gar nicht durchrennen, bin ich ganz ehrlich. Ich will das einfach genießen. Hey, du ziehst voll das Let's Play in der Länge. Mein Gott, halt doch mal den Bubble. Ich genieße das einfach. Das ist so schön gemacht. Mein Gott, und ich hatte es, glaube ich, das Thema schon gehabt. Und wenn sie aus Far Cry 4 die Karte dupliziert haben und einfach nur ein bisschen anders vegetiert haben und pipapo, dann ist es nun mal so. Mein Gott, es ist trotzdem ein tolles Spiel. Ein tolles Spielerleben. Es macht so viel Spaß. Na? Und wem es halt nicht passt, wem es nicht gefällt, dieses Spiel, dann guckt es nicht und dann spielt es nicht. Dann ist doch gut. Na, aber muss man immer wieder... Das ist ja momentan so ein bisschen so dieses Hypen von Spielen. Ne? Ist so ein bisschen wie zum Beispiel bei The Division gewesen. Ne? Voll drauf gehypt und so. Und pipapo, was ist denn Hypen? Entweder freue ich mich auf ein Spiel oder ich freue mich nicht auf ein Spiel. Und dann gibt es ja diese Randgruppe, nenne ich es jetzt mal. Das ist nur ein ganz kleiner Teil, die dann sagt, boah, es gibt nur das perfekte Spiel und es gibt nur ein Scheißspiel. Und Far Cry ist scheiße oder Far Cry ist gut. Das gibt es nur noch. Aber es gibt heutzutage komischerweise kein Mittelmaß mehr. Bei den Gamern, bei einigen Leuten. Also nur, wie gesagt, nur ein ganz kleiner Teil. Aber frag mal die Leute, die es wirklich spielen. Die sagen dir, ja, ist okay, ich spiele es gerne. Na, so wie ich zum Beispiel, Far Cry. Na, wie gesagt, gibt Leute, die sagen dann, ja, totaler Müll. Boah, überhaupt nicht Grafikkacke, spielerisch kacke, alles kopiert und pipapo. Ne? Dafür aber, keine Ahnung, irgendein anderes Spiel besser. Aber es gibt nicht irgendwie so ein Mittelmaß, wo man dann sagen kann, ja, es ist zwar nicht 100% perfekt, es ist kein ja, wow, 100% Supertitel, aber man kann spielen. Sowas gibt's irgendwie nicht mehr, finde ich schade. Also ich bin zum Beispiel auch einer, ich spiele ja auch gerne, was ist denn jetzt? Ich bin da, Alter, was? Huch. Ich bin da zum Beispiel auch einer, ich spiele auch gerne Indie-Titel, auch wenn die mal, Alter, bleib so. Feiger Dreckswolfhund. So. Ich bin ja zum Beispiel auch einer, ich spiele auch gerne mal so Indie-Titel, die vielleicht nicht so gut sind oder die vielleicht so ein bisschen untergehen in der Masse. Ne? Wo dann viele sagen, ey, wie kann man nur so einen Kack spielen, so verpixelt und pipapo, bei mir muss das alles High-Ultra-Grafik sein. Nein, muss es bei mir, also bei mir muss es nicht. Zum Beispiel auch, sagen wir mal, nehmen wir mal Watch Dogs. Watch Dogs ist doch zum Beispiel so ein wunderbares Thema. Da sind ja die Meinungen ja sowas von auseinandergegangen und pipapo und alle haben sich natürlich auch, da haben wir es wieder, gehypt. Was den Trailer anging damals auf der E3, vor 2, 3 Jahren oder wann das war. Ich natürlich auch, hab so gedacht, boah, alter Schwede, hui. Also wenn das so dann mal aussieht, dachte ich so, alter Finne, das wird ein echten Knaller. Klar, habe ich mich ein bisschen gehypt, natürlich. Aber dann, wie so es dann die Debatte weitergeht mit Grafik-Downgrade und alles und pipapo, dann ging natürlich Diskussion, ja, wie kann man sowas nur tun? Das lag natürlich auch daran, dass die Konsolengeneration ja bis dato noch nicht raus war. Also die Spezifikationen, wie zum Beispiel PlayStation, Xbox One, PlayStation 4, Xbox One, wussten sie ja noch gar nicht, was die konnten. Und da werden die wahrscheinlich auf dem High-End-Rechner das wahrscheinlich programmiert haben, mit dem Render-Trailer und alles. Und wussten bis dato noch gar nicht, was die neuen Konsolengenerationen denn können. So, und dann standen natürlich da und dann müssen sie natürlich Grafik downgraden, aber alle erstmal, boah, nee, scheiße, hol ich mir nicht, Kackspiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Spiel sehr gerne gespielt. Es war toll, die Story war ganz nett. Ne, es war so ein gutes Mittelmaß-Ding wieder. Es war kein, hey, wow, boah, cool. Es war so ein, es war noch niemals ein GTA-Klon, weil viele haben dann gesagt, oh, kommt nie Leben an GTA dran. Kann ich mit dem Spiel gar nicht vergleichen, weil das zwei unterschiedliche, ja, nicht Spiele, doch Spiele schon sind, aber irgendwie, ich sag mal, ein GTA hat immer so seinen eigenen Flair. So, und Watch Dogs wollte eigentlich gar kein GTA sein, GTA-Klon, sondern wollte einfach, komme ich hier, wieso kann ich hier den Enterhaken nicht benutzen? Achso,
Watch Dogs wollte nie ein GTA-Klon sein. Aber das ist so breit getreten worden von der Masse, dass es so in Umlauf ging. Das hat irgendjemand, irgendein kleines Grüppchen hat damit angefangen und dann ging es rum, boah, ist scheiß GTA-Klon und pipapo, das hast du nie gesehen. Aber wollte es gar nicht sein, weil es ganz andere Elemente drin hatte. Man musste halt hacken, man musste sich immer sehr viel verstecken, sehr viel mit Schleichen agieren. Das hast du bei GTA ja kaum. Bei GTA gehst du ja voll in die Vollen meistens immer. Na, also meistens, und GTA hat ja auch diesen Fun-Aspekt und Watch Dogs war eher so düsterer und alles. Und das haben viele dann halt irgendwie so falsch interpretiert und wie gesagt, diese Randgruppe, ja, einfach so in den Raum gesagt, ne? Scheiß GTA-Klon, pipapo. Aber fragt doch mal die Leute, wie gesagt, die es gespielt haben, die gesagt haben, ich spiel's gerne, es macht echt Spaß, ne? Ist kein High-End-Titel und alles und pipapo, aber es hat Spaß gemacht. So wie mir zum Beispiel auch. Ne? Und wie gesagt, deswegen finde ich es halt heutzutage einfach schade, dass es bei Spielen kein Mittelmaß mehr gibt. Überleg doch mal wirklich, wie lange so ein Spiel in der Entwicklung ist. Wirklich in der Entwicklung ist. Und was für Arbeit da drin steckt. Das ist heute alles so selbstverständlich geworden. Ne? Viele regen sich auf, ja, warum kosten denn Spiele 60 Euro, muss das sein? Aber überleg doch mal, was so ein Spiel wirklich in der Produktion kostet. Die sitzen da ihre 8 Stunden dran, das ist ja auch ein Job. Und sitzen da jahrelang dran, jahrelang. Manche Spiele, die sind ja in Entwicklung, überleg mal Destiny. Destiny war auch jahrelang, ich glaube 5 bis 10 Jahre oder so. Oder 5 Jahre, ich will jetzt nicht übertreiben, keine Ahnung. Aber das war auch ein teures Spiel, wie viele Millionen da reingeflossen sind. Und dann gibt es da so Leute, weil sie beschweren sich, dass sie mal 60 Euro für ein Spiel ausgeben müssen. Ne, also das kann ich dann irgendwie nicht nachvollziehen. Ne, und sind dann am Rumjammern und sagen dann, boah, was ein Kackspiel. Ne, ich finde zum Beispiel Destiny, klar, hätte besser, wenn wir es jetzt als Beispiel nehmen, Destiny hätte besser werden können, gebe ich euch vollkommen recht. Aber trotzdem ist es ein guter Shooter, weil Bungie einfach weiß, wie man Shooter programmiert. Es spielt sich wunderbar, es spielt sich toll. Klar, es ist nicht viel Abwechslung drin, gebe ich euch recht. Ne? Oder ist, wie gesagt, auch meine Meinung, nicht viel Abwechslung drin. Aber trotzdem ist es ein richtig, richtig toller Shooter, der Spaß macht. Ne? Klar, es hätte viel mehr... Klar, ein paar Ideen fehlten noch. Oder ein paar Ideen sind wirklich noch so ein bisschen umsetzbar, wenn sie es noch machen würden. Aber trotzdem kann man es wirklich gut spielen. So, und jetzt habe ich viel zu viel geblubbelt und viel zu viel erzählt. Mein Gott, ich bin jetzt... Ich wollte eigentlich gar nicht so jetzt ins Detail gehen, was das angeht, aber mich hat das mal so ein bisschen... Mir brannte das jetzt mal so ein bisschen auf die Seele. Nein, was mache ich denn? Oh Gott. Na, was... Oh, drück ich schon wieder die falsche Tasse. Nein, mich brannte das einfach mal... Mich brannte das einfach mal auf der Seele, dass ich das einfach mal loswerde. Und ich bin ganz schön mutig, muss ich sagen, jetzt hier bei dem. Weil ich würde gerne erstmal diesen Elite-Gegner jetzt erledigen. Wenn das geht, ungesehen natürlich. Das ist auch ein Dorf, aber auch gleichzeitig das Missionsziel. Deswegen ist mir das so ein bisschen gerade sehr merkwürdig. Nimm den auf, den Körper. Nimm ihn auf. Erstmal verstecken den Körper. Ganz schnell. Versteck den mal hier hinter. Oder hier. So. Bin ich überhaupt richtig hier? Ich bin richtig, ja. Ich bin richtig. Also. Ich glaube, ich werde das Lager erstmal ausräumen und dann mal gucken, wo wir hin müssen, weil ich sehe keinen Wichtpunkt mehr. Pipapo. Naja, gut. Naja, wie gesagt, das wollte ich einfach mal loswerden. Das brannte mir schon seit geraumer Zeit so ein bisschen auf die Seele, mal das zu erzählen. Und wie gesagt, vielleicht werden viele meiner Meinung sein, vielleicht viele aber auch nicht. Da oben ist jemand. Ich glaube, hier müssen wir hin, kann das sein? Und, naja, wie gesagt, viele werden vielleicht da... Okay, pass auf. Bevor ich die jetzt erledige und da oben anfange, räume ich jetzt erstmal das Lager auf.
Weil das sieht so echt danach aus, als könnten wir hier echt Spaß kriegen. Weil wenn die da oben Terror machen, haben wir hier richtig Theater. So. Ja, schauen wir mal. Alter, ich bin schon wieder über eine Stunde am Aufnehmen. Es geht schon viel Zeit drauf, muss ich sagen. Aber es macht Spaß. Es macht mir echt sehr, sehr viel Spaß. Grünblatt nehmen wir mit. Wenn wir schon hier dabei sind. Kann ich den weglocken? Sieht den einer, wenn er fehlt? Oh, oh. Oh, oh. Nimm den Körper auf. Nimm den Körper auf. Jetzt muss ich schnell gucken. Okay, den findet, glaube ich, keiner. Scheiße. Sollte weg hier. Sollte echt weg hier. Mich schnell verstecken irgendwie. Weil die haben es natürlich gesehen, dass der natürlich down ist. Ist nicht schlimm. Solange wir ungesehen bleiben, ist es da. Die oben, die kommen natürlich auch. Die Brüder. Die Brüder Grimm. Solange die sich wieder beruhigen, ist es okay. Okay, das sind die beiden von da oben. Oh, der kommt dahin, okay. Na, geh doch einfach. Na, das gibt's doch nicht. Scheiße, fuck. Wieso. Alter, wieso. Wieso stirbt der denn nicht? Hä? Wieso stirbt er denn nicht? Willst du mich verarschen? Scheiße, fuck. Das war natürlich doof von mir. Alter, was? Uah. So, Moment. Warum stirbt er denn? Warum stirbt er denn nicht? Wieso stirbt er denn nicht? Ah, jetzt. Alter, wie viel der aushält. Ist ja schon nicht mehr feierlich. Okay, wir rufen unseren Bären. Wir rufen definitiv unseren Bären. Natürlich, unser Bär steckt wieder irgendwo fest und kann den wieder nicht erreichen, so wie ich es wieder vermute. Alter, das gibt's gar nicht. Geh weg, lass das. Lass das. Muss mich ein bisschen... Wo ist denn unser... Das gibt's nicht. Unser Bär ist wieder irgendwo, nur nicht da, wo er sein soll. Ja, mein gezähmter Bär kann es nicht erreichen. Das ist so witzlos. Er kämpft da hinten, obwohl wir ihn woanders hingerufen hatten. Und er ist gleich tot, das war so klar. Alter, wie viele da kommen? Was? Geh einfach sterben. Ich bin gleich tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Ich bin so gut wie tot. Und wir müssen unseren Bären retten. Scheiße, fuck. Das gibt's nicht. Scheiße. Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregter an die Mission gegangen. Ach, das ist der Typ. Okay, den müssen wir erledigen. Warum sagt das denn keiner? Hurra. Wir müssen unseren Bären retten. Greif ihn an, greif ihn an, greif ihn doch an, greif ihn doch an. Uah. Ich schmeiß mich selber mit Bienen. Natürlich auch geil. Scheiße, verdammt. Okay, das mit den Bienen klappt super. Da sind sie ein bisschen beschäftigt mit. Dann können wir das nämlich hier so, ja, uns ein bisschen in Ruhe heilen. Müssen nur gucken, wen unserem... Ah, warte mal, wir haben ja noch Berserker-Dinger, ne? So, bisschen heilen. Dann erledigen die sich nämlich selber. So, heilen. Unseren Bären auch mal heilen gleich. Na.
Weg hier, weg hier, weg hier. Uah, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Ja, komm mit, Bär. Schnell. Komm schnell mit mir mit. Nein, wo willst du denn hin? Oh, das gibt's nicht. Okay. Ach, guck mal hier. Können wir mal befreien, wenn wir schon einmal dabei sind. Hallo? Ach, geht nicht. Okay. Wo ist er denn? Alter, lass das. Lass das, habe ich dir gesagt. Komm her. So, Moment. Wie er unseren Bären anzündet, ne? Ich fass es nicht. Geh einfach. Der ist gleich down, warte ab. Der ist gleich down. Ich bin gleich durch mit dem. Moment. Moment, kleinen Moment. Alter, oh Gott. Oh Gott, das war knapp. Der hat uns einmal. Alter, einmal und wir sind fast down. Ist nicht schlimm. Wir haben ihn gut runtergeprügelt. Was ist denn jetzt? Warum haben die sich denn beruhigt? Aber der ist gleich down. Wir müssen noch einmal den Bären auf ihn schicken. Dann war es das eigentlich. Was kann ich erreichen? Warum das denn? Oh, Alter, Hilfe. Uah. Ich will die Mission nicht nochmal machen. Ja, genau, greif ihn an. Sehr schön. Ich glaube, das war's, ne, oder? Das war's. Das war's. Hat der irgendwas Besonderes dabei? Feuerstein, Fleisch. Nichts Besonderes, was jetzt hätte von Bedeuten sein können. Okay, wir müssen die anderen wahrscheinlich auch noch erledigen. Das machen wir nochmal eben. Ich bleib mal bei der Keule. Wo ist unser Berg? Komm, wir heilen dich mal. Ich muss dich nochmal ein bisschen heilen, weil ich glaube, das war noch nicht genug. So, hier. Sehr schön. So. Der Bär ist eine gute Hilfe bei solchen Kämpfen. Das war auch ein bisschen knapp, muss ich sagen. Irgendeiner sieht uns da noch. Müssen wir mal schauen. Ich habe auch kein Missionsziel mehr. Das mache ich mal weg hier. Das braucht keiner mehr. Wir können die Venya befreien, wenn wir schon dabei sind. So, verschwindet hier. Kämpft unser Bär schon wieder? Wo rennt er denn hin? Okay. Scheinen oben noch welche zu sein. Was? Wo? Wer? Ach, da oben! Wie kommt der denn? Ah, warte mal. Oh, warte ab. Ich komm dir dahin, du. Ich komm dir dahin. Warte ab. Warte ab. Du wirst sehen. Ja, ja, schmeißt du mal mit deiner Keule. Alter! So. Mal kurz heilen. Zwei neue Dorfbewohner, glaube ich, waren es. Oder nur einer, ich weiß es nicht. Aber wir haben es eigentlich. Hä? Noch einer? Wo denn? Wo denn? Ach, da hinten. Mal eben kurz hier am Opferaltar gucken, was wir hier machen können. Keule anzünden? Was ist das denn? Oh Gott. Ah je. Armer Venya. Ah, guck mal. Nehmen wir mal ein bisschen Südsteinstaub mit. So, passt das doch. Wunderbar. So. Ja, ja, der hat uns gesehen. Ist egal. Der schmeißt irgendwas. Ach, ein Speer. Ach, das ist wieder einer, der so viel aushält. Hm. Ist okay. Warum greift denn unser Bär ihn nicht an? Yeah! War das ein Außenposten? Nee, oder?
Oh hey. Miklepti, Miklepti Mara. Winja warata. Schlash. Ta isila santa dachai magam. Santa isila sush dugistaris batai. Sushalhain winja dagwash. Nu sushalhain guanam. Pur kalash. Winja pur kalash dachai. Da hata. Kotihutstor. Dachisla. Pur kalash dachisla dachaita. Uno guash. Guash? Ti winja mim guama. Winja guashta. Mhm. Jawohl, ich glaube, haben wir die Mission. Ich glaube, wir haben sie. Sollen wir mal schauen? Boah, das wäre so geil. Jawohl. So. Quai schwadar cha guai fa? Isila pasti. Na schwadar hasam! Tajisla di baram. Pur kalash. Ai, mi nasham sushalhain. Umana! Nashan hamagam! Ich vertraue dem nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich vertraue dem nicht. Soll er von mir aus hier... So, neuer Venya-Spezialist. Aha, okay. Man kann doch mit dem reden. Aha, okay. Da bin ich ja mal gespannt. So, Bestienkill. Wie sieht's aus? Sie sind ganz gut ausgerüstet. Können hier nochmal so ein paar Berserker-Spitzen machen. Ein Köder. Und nochmal ein Bienenschwarm. Sehr schön. So. Sind wir in unserem Dorf, weil wir keine Waffe hier haben? Tatsache, wir sind in unserem Dorf. Ah, wie cool. Ja, wir haben jetzt einen Gefangenen und das... Alter, das Dorf wächst. Schaut euch das mal an. Wie krass. Ist ja übel. Ah, schön, die am Spielen sind alle. Wollte schon sagen, springt der jetzt da runter? So. Boah, wie das Dorf hier wächst, ist ja faszinierend. Das feiere ich ein bisschen. So. Geil. Geil. Jawohl. So, ich würde sagen, ich werde mich jetzt erstmal von euch verabschieden für diese Aufnahme und wir sehen uns in einer weiteren wieder und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet zu Far Cry Primal. Macht's gut. Tschüss.